Hallo, heute habe ich meine Lifestyle-Favoriten für den April für euch. Das hier wird das letzte Video in diesem Monat sein. Es wird kein Monatsvlog in dem Sinne geben. Ich fange mal mit meinem ersten Favoriten an und das ist New York. Mein nächstes Video wird meine kompletten Highlights zeigen und das Video danach hoffentlich meinen kompletten Haul. Aber es wird kein Monatsvlog geben, weil meine Kamera geklaut wurde. Ja, und deswegen ist mein ganzes Material weg und das schmerzt auf jeden Fall, aber bitte seid nicht böse. Eine neue Kamera ist schon bestellt und der nächste Monatsvlog wartet nicht lange auf sich, aber das nächste Video ist mein New York-Vlog und das ist dann im Prinzip ja auch mein Highlight des Monats. Deswegen freut euch einfach darauf. Es war eine unglaublich tolle Zeit und ich hoffe, ich habe ein paar coole Tipps, die ihr vielleicht noch nicht kanntet oder für Leute, die noch nie da waren, so wie ich. Ein paar allgemeine Tipps, auch was den Transport angeht, Unterkunft, wo essen gehen und so weiter. Und dann springen wir gleich mal zur Mode und zwar zu meinem ersten Favoriten, den ich auch in New York ungefähr jeden Tag getragen habe und das ist mein Bandana. Dieses Tuch hier habe ich tatsächlich schon bestimmt seit 7 Jahren, länger, 8, 9, 10, vielleicht sogar schon 10 Jahre, ist wirklich uralt, aber ich habe es wieder rausgekramt, so vor ein paar Monaten, weil ich das irgendwie in ein paar Magazinen wieder gesehen habe und dachte so, ach cool, kommt es etwa zurück. Und ich bin ja jemand, der sich eher klassisch, sage ich mal, anzieht, also eher in Basics. Und ich interessiere mich aber total für Trends und den einen oder anderen Trend, den ich irgendwie cool finde oder den ich gut in meine Garderobe integrieren kann, den integriere ich auch gerne. Und so habe ich das einfach mal ausprobiert, einfach gedreht. Und zu einem Tuch getragen, auch gerne als Dreieck, habe ich in New York gemacht, wenn es eben ein bisschen kälter wurde nachts. Aber so umgebunden finde ich es halt total schön wie so eine Kette oder so. Aber es ist nicht so elegant wie eine Kette, aber macht trotzdem irgendwie was her. Hat man, glaube ich, auf Coachella jetzt gerade richtig viel gesehen und auch auf vielen Blogs. Und ich finde es super cool, weil es wirklich immer jedes Outfit irgendwie aufwertet und irgendwie so ein bisschen mehr Pep gibt und für mich halt voll das Throwback ist, weil ich dieses Bandana halt echt schon richtig, richtig lange habe. Und ich weiß noch, als Kind habe ich auch genauso eins gehabt und halt so wie TLC und Aaliyah und so in den 90ern um den Kopf getragen. Ich glaube, das kommt so schnell nicht wieder, aber zumindest um den Hals mag ich es gern. Und mein zweiter Favorit ist jetzt nicht ganz so frühlingshaft, aber teilweise ist es ja doch wieder sehr kalt geworden und dieser Mantel hier ist einfach ein Traum. Ich liebe ihn so sehr. Er ist von Topshop über Zalando. Ich hoffe, es gibt ihn noch. Das ist ein Wollmantel in so einem schönen Beige, nicht Camel, es ist kein Camel, sondern so ein schönes Beige-Hellbraun, sage ich mal. Und der ist sehr, 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 sehr lang. Eigentlich ist er gar nicht so lang. Er geht mir so bis zu den Knien. Also für jede normale Person sollte er über die Knie gehen. Also eine perfekte Länge, nicht kein Midi-Mantel oder so. Sitzt einfach sehr, sehr gut und er hält halt vor allem sehr warm. Ist ganz klassisch geschnitten. Ich glaube nicht, dass der jemals irgendwie aus der Mode geht. Einfach so ein ganz klassischer Mantel, der tatsächlich auch zugeht. Das geht ja bei vielen Mänteln nicht. Und er hat riesige Taschen. Das ist für mich immer sehr, sehr praktisch, wo auch mein riesiges Handy reinpasst. Ihr habt ihn ja auch in meinem Sporty-Lookbook gesehen. Da habe ich ihn zweimal gestylt und den werfe ich im Prinzip über alles drüber. Dann geht es weiter mit Musik. Leider kann ich es euch nicht vorspielen. Aber ich liebe das neue Album von Rihanna. Wer hätte es gedacht? Ich bin wirklich nicht der größte Rihanna-Fan, ganz und gar nicht. Aber so wie wahrscheinlich alle habe ich Work gehört und dachte so, oh, yes, girl. Und dann habe ich gedacht, okay, hörst du mal das ganze Album an. Ich liebe es. Die Melodien, die sind einfach, das sind so gute Beats. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie die mega tiefgründigen Texte hat und meistens redet sie auch über oder singt über Sachen, wo ich mir denke, ich weiß nicht. Ich kann mich mit dieser Person zwar überhaupt nicht identifizieren, aber sie zieht halt ihr Ding komplett durch, lässt sich nicht reinreden, macht einfach nur das, worauf sie Bock hat. Und wenn sie im Video nackt ist und sonst was macht, ist ihr alles scheißegal. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und der zweite Musikfavorit ist eine Band, also ein Duo, die heißen Majid Jordan. Und das sind zwei Jungs aus Kanada, die von Drake ganz viel unterstützt werden. Ich glaube auch ganz viel ist von ihm produziert und er ist auch auf manchen Features drauf. Und da habe ich jetzt gar nicht ein bestimmtes Album, aber ich mag einfach komplett alles von denen. Also das, glaube ich,
berühmteste Lied ist Forever. Und das liebe ich total, aber ich habe einfach irgendwann mal Spotify das eingegeben, auf Play gedrückt und gar nicht mehr irgendwie geguckt, was ich gerade eigentlich höre. Und ich fand einfach alles schön. Es ist richtig guter, moderner R&B. Richtig schöne R&B-Stimmen, aber auf coolen, modernen Beats. Es ist einfach sehr schön, das zu hören. Dann kommen wir zu einer Serie, die ich angefangen habe, im Flugzeug zu sehen. Und manchmal hat man das Glück und es ist eine erste Staffel von einer Serie da, die komplett auch zu sehen ist. So habe ich dann die komplette erste Staffel von Fargo gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ich habe einige Male davon gehört. Ich glaube, einige von euch hatten die Serie auch empfohlen. Es gibt im Prinzip zwei Hauptdarsteller. Das ist einmal Billy Bob Thornton, von dem man schon lange nichts mehr gehört hat und der irgendwie nur dafür bekannt ist. Nein, das stimmt nicht. Aber man hat ihn unter anderem abgespeichert mit Angelina Jolies Ex. Und ich vergesse immer seinen Namen, aber das ist ein ganz berühmter britischer Schauspieler. Und es ist eine richtig crazy Serie. Es beruht auf einer wahren Begebenheit und es geht im Prinzip darum, es ist ein Versicherungsvertreter, der verletzt wird und im Krankenhaus auch auf einen Menschen trifft, der auch verletzt ist. Und das ist aber ein, sag ich mal, Auftragsmörder. Auf jeden Fall ist es ein Mörder. Ja, schon ein Auftragskiller. Und ja, im Prinzip geht es um diese Beziehung, eine kranke Beziehung zwischen den beiden. Und das ist einfach total crazy. Aber irgendwie kann man auch nicht aufhören, das zu gucken. Und es ist halt nicht so dieses Mainstream-CSI-Thriller. So ein bisschen alternativ, sag ich mal. Aber irgendwie hat es mir total gefallen. Und ich bin sehr gespannt, ob es jetzt auch noch eine zweite Staffel gibt. Weil es ja, wie gesagt, auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ich mich frage, ging es dann noch weiter oder war es das schon? Und der letzte Favorit ist ein Food-Favorit. Oh yes, oh yes. Es ist unser aller Favorit. Es ist Popcorn. Ich habe in New York bei uns gegenüber vom Apartment war so ein richtig cooler Organic-Kiosk mit unglaublich teuren Sachen. An der Kasse lag das hier. Und dann meinte ich so, ey, das müssen wir mitnehmen. Popcorn, Chicago-Mix, Buttery Caramel Corn and Rich Cheddar Cheese Corn. Two favorites in every handful. Heißt, in der Praxis, ich hole es euch mal raus, es sind zwei Sorten Popcorn in dieser Tüte. Einmal Karamell und einmal Cheddar Käse und man nimmt beides in den Mund. Das ist einfach eine Geschmacksexplosion, Leute. Es schmeckt so gut. Oh mein Gott. Mit Vollmund redet man nicht. Wenn ihr da irgendwie rankommt, kauft es euch. It's the best. So, das war's zu meinen Lifestyle-Favoriten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte schreibt mir, ob man in Deutschland annähernd so geiles Popcorn bekommt. In so krassen Richtungen. Ich liebe es und es ist so ein semi-gesunder Snack. Nein, ist es nicht. Aber es fühlt sich gesünder an als andere Snacks, sage ich mal so. Und ich liebe einfach so diese speziellen Popcorn-Richtungen. Also falls ihr da irgendwie einen Tipp habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Dann danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!